Willkommen aus München, hier haben wir das brandneue HP EliteBook 800er Serie G3, also die dritte Generation schon hier von dem schönen Notebook. Oben liegen auf der alten Version, die mit so einem schönen schwarzen Matten hier versehen war. Ich habe es deswegen oben drauf liegen, damit wir die zwei 15 Zöller mal vergleichen können, wie sie sich verändert haben. Einmal außenrum zeige ich euch ganz kurz die Unterschiede und dann mache ich beide kurz auf. Natürlich weiterhin mit Docking Station kompatibel, auch WLAN, also mobiles Internet ist verfügbar und ganz neu natürlich USB Type-C auf der Seite. Wenn ich das umdrehe, dann sehen wir auf dieser Seite auch, dass sich nicht viel verändert hat. Ein USB-Anschluss weniger, dafür ein bisschen mehr Lüfterlamellen, aber dafür ist es auch dünner geworden, um, ich glaube, 2 mm. Und das merkt man auch beim Gewicht. Es ist nämlich auch um die 13% angeblich leichter geworden. Genaue Daten nimmt ihr einfach meistens den HP-Specsheet von vorne nochmal. Das Ganze habt ihr es ja gerade schon gesehen, beziehungsweise ich zeige es auch mal unten gerne. Hier hat sie nämlich auch ein bisschen was getan. Man kann nämlich nicht mehr ganz so einfach RAM und Festplatte und sowas austauschen. Das haben sie einfach ein bisschen geändert. Ich kriege jetzt nicht alles ins Bild, aber ihr könnt leicht den Unterschied sehen. Man muss einfach mehr Schrauben entfernen oder generell Schrauben entfernen. Aber auch weiterhin lässt sich der Akku und alles austauschen. Also braucht ihr keine Angst haben. So, jetzt stelle ich mal beide auf den Tisch und nehme gleich die Kamera in die Hand. Auf jeden Fall kann man das jetzt schon mal mit einer Hand aufklappen. Ein bisschen leichter vorher. Wie ihr sehen könnt, ging das nicht so einfach. Und jetzt von oben ganz kurz der Überblick. Wir haben bei dem 15 Zoll Modell jetzt wieder eine Numpad mit drin. Das haben sich anscheinend viele gewünscht. Ansonsten die gleichen Funktionen wie schöne Lautsprecher, die ganzen Tasten und alles sind ziemlich gleich geblieben. Das ist jetzt eine Touch-Version. Gibt es ja natürlich auch als Non-Touch. Keine Angst. Mit jeder Auflösung, die ihr auch schon bereits kennt, beziehungsweise bis zu 4K sogar hier das neue 800er Serie G3. Vielen Dank, dass du geschaut habt. Mein Name ist Balazs Gaal und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren für weitere interessante Videos zu neuen Notebooks der HP-Serie. Wie ihr sehen könnt, es gibt ja noch ein paar.